Heute schauen wir uns mal dieses Gerät an. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, share, teilen, liken, abonnieren, Glöckchen anklicken und dann würde ich sagen, let's do this. Ja, heute geht es wieder um einen Nagelfräser, elektrische E-File, File, Fräser, wie auch immer ihr es nennen wollt. Wir werden das ganze Ding heute mal testen, auspacken, gucken, was drin ist, mit dem ProMate vergleichen und danach sage ich euch mal, was ich davon halte. Elektrische Fräser hat man schon eigentlich genug auf diesem Kanal. Das hier ist jetzt ein extrem günstiges Modell. Das kriegt ihr für, ich glaube, 25 Euro bei Amazon und für 12 Euro bei Alibaba. Genau. Und was das ganze Ding kann, gucken wir uns jetzt mal an. Hier haben wir das gute Stück auf jeden Fall schon mal. Fräser, kurz was drin ist und wie es aussieht. Ansonsten, oh hier, 20.000 Umdrehungen. Ja, ansonsten nicht viel. Packen wir es mal aus. Da. Oh, ein Herz. Wie cute. Der Fräser selber. Hier kommt das Netzteil rein. Hier kommt der Bit rein. Ich sehe jetzt nichts, wo man ihn festdrehen könnte, festschrauben könnte. Wahrscheinlich wird er einfach nur reingeschoben. Nun gut. Und ein Haufen, kein Scheiß, 50 von diesen Pfeilhülsen, von denen ich ja nicht so der Fan bin, wie ihr wisst, denn die werden recht schnell heiß auf dem Nagel. Und ja, ich mache lieber die Metallfräser, die braucht man dann auch nicht ständig austauschen, weil die müsst ihr nach jedem Kunden auf jeden Fall wegschmeißen. Die haben wir auch abgehakt. Dann haben wir auch nochmal Pfeilhülsen, Mandrill und noch ein paar Metall, Hartmetall, Fräsköpfe. Von der Größe her könnt ihr damit eigentlich nicht viel machen, außer ein bisschen Nagelhaut oder Hornhaut am Fuß entfernen. Aber gut, besser haben als nicht haben. Zwei Buffer, / Pfeilblöcke. Ein Pro-Pusher. Zwei Nagelhautknipser oder Nagelknipser, besser gesagt, nicht Nagelhautknipser. Einen abgeschrägten und einen normalen. Gehört zu jedem professionellen Nagelstudio dazu. Natürlich nicht. Und natürlich das Netzteil. Oh ja. Hier haben sie anscheinend aus ökologischen Gründen den USB-Anschluss bzw. den Adapter weggelassen. Könnt ihr natürlich auch eine Powerbank anschließen, das heißt, ihr seid mobil oder an einen Zigarettenanzünder, falls ihr mal im Auto euch die Nägel feilen wollt. Genau, könnt ihr überall anschließen. Müsst ihr euch natürlich noch zulegen. Ansonsten hier ist der Schalter für Vor-Rücklauf. Zack, zack. Von der Handhabung nichts großartig Schlimmes oder Schwieriges. Hier ist stufenlos regelbare Geschwindigkeit. Von der Wertigkeit ist es halt günstig. Und eine Nagelbürste darf auch nicht fehlen. Das sind diese Standarddinger. Kann man nichts mit falsch machen. Kann man sich schön hier einen kleinen Finger binden und dann mal entstauben. So, eine Anleitung ist auch dabei. Aber nichts Weltbewegendes. Ich denke, das ist selbsterklärend. Ein Studium braucht ihr für die Fräse auf jeden Fall nicht. So, ich werde jetzt mal den Bit versuchen reinzuklemmen, anschließen und dann gucken wir mal, wie das Ganze funktioniert. So, gucken wir doch mal, dass wir hier den Bit reinkriegen irgendwie. Nehmen wir mal den hier. Das ist für mich mein Allrounder, wenn es darum geht, Material abzufeilen. Der ist zwar sehr grob, aber ich, wie gesagt, ich nutze den gerne, um Gel runterzuholen. Egal ob Acryl, Gel, ich mache damit eigentlich alles. Genau.
Zum Fräsen, ihr solltet natürlich erst an euch selber üben und auch lernen, erst zu feilen, bevor ihr euch wirklich eine elektrische Fräse zulegt, egal wie günstig sie ist und wie verlockend das Angebot ist. Er lernt erstmal selber feilen, bevor ihr da dran geht. So, und dann gucken wir mal, wie wir den hier reinkriegen. In der Anleitung steht einfach reinschieben. Boah. Ja, einfach ist. Wenn das alles ist, wäre das doof. Probieren wir es mal anders. So, tiefer kriege ich ihn nicht rein. Klingt auch irgendwie falsch. Tiefer kriege ich den Bit nicht weiter reingesteckt. Ja, war ein bisschen schwierig. Ich bin mal gespannt, wie er rausgeht. Ansonsten, Ladekabel bzw. Anschlusskabel, Stromkabel können wir auch mal kurz dran pröppeln, dran fummeln. So, hier rein. Und gut, dass ich hier einen Laptop stehen habe. USB-Anschluss. So. Und da haben wir auch unser Gerät schon zusammengebaut. So sieht's aus. So, schalten wir mal ein. Okay. Leise ist er schon mal. Dafür vibriert er, glaube ich, ein bisschen stark. Halten wir das Ganze doch mal gegen den ProMate. Das ist der ProMate und das ist der Willow. Machen wir mal den ProMate an auf Vollkanne. Definitiv lauter, aber auch mehr Bums, muss man ganz deutlich sagen. Der hat 35.000 Umdrehungen und der hat nur 20. Und das Handstück vom ProMate ist auch deutlich schwerer, weil hier ist ein stärkerer Motor drin und die Materialien sind halt auch deutlich hochwertiger. Zudem können wir hier natürlich auch vernünftig den Bit rein- und rausholen. Das heißt, dieses ganze Konstrukt, um den Bit rein- und rauszuholen, wiegt natürlich auch ein bisschen was. Das haben sie hier alles wegrationiert. Genau, jetzt mal im Vergleich den hier. Das ist volle Kanne. So, schon mal ein Punkt für den Billo-Fräser. Wer hätte das gedacht, dass er überhaupt einen Punkt kriegt. Ansonsten, mein Versuchsobjekt, meine Frau kommt gleich hier runter und dann testen wir das Ganze mal an ihr. Und ja, mal sehen, wie stark er fräst. Da ist auch schon meine Frau und dann starten wir direkt mal mit dem Abfräsen des Materials. Wir haben hier ein normales Gel drauf und mit den 20.000 Umdrehungen kommen wir auf jeden Fall durch das Gel durch. Also ihr könnt auf jeden Fall damit abtragen, aber den würde ich auf jeden Fall nicht bei einer normalen Kundin ansetzen, diesen Fräser, denn er vibriert sehr stark. Meine Frau ist das schon ein bisschen gewohnt durch diese ganzen Fräsertests, die wir hier auf dem Kanal schon gemacht haben. Aber wie gesagt, bei einer normalen Kundin in einem normalen Nagelstudio würde ich das Ding auf gar keinen Fall einsetzen. Und das soll es auch schon gewesen sein mit unserem Billo-Fräser-Test. Ich versuche mal den Bit rauszukriegen. Ja, was soll ich dazu sagen? Er hat schon mal nicht die Leistung, die ein vernünftiger Nagelfräser haben sollte. Bei dem Preis ist das ja auch kein Wunder. Zudem eiert er sehr stark. Das heißt, an die Nagelhaut würde ich damit auf gar keinen Fall gehen. Denn damit haut ihr euch die Nagelhaut des Kunden oder eure Nagelhaut total in den Arsch. Würde ich nicht machen. Ist natürlich euch überlassen, was ihr euch für einen Fräser anschafft, aber gebt lieber ein bisschen mehr Geld aus. Ja? So teuer sind die Dinger heutzutage nicht mehr, um einen vernünftig laufruhigen Fräser zu kriegen. Vielleicht mache ich da nochmal ein Video zu mit meinen Top 5 Fräsern, die ihr euch auf jeden Fall kaufen solltet. Gerne mal in die Videobeschreibung reinschreiben, ob euch das interessiert, ob ihr das wissen wollt. Ansonsten ist dieser Fräser das perfekte Beispiel dafür, wie heutzutage mit unseren Rohstoffen umgegangen wird. Hier steckt ein Haufen günstige Arbeit drin, ein Haufen Material, was für andere Sachen verwendet werden hätte können, sein sollte. Und ja, eigentlich Elektroschrott. Genau, mehr ist es eigentlich nicht.
Bitte kauft so einen Scheiß nicht. Kauft euch was Vernünftiges und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn ihr euch das Ding dann trotzdem mal bei Amazon gerne anschauen wollt, bitte nicht kaufen, ganz wichtig. Link ist in der Videobeschreibung. Ansonsten Share, Teilen, Liken, Abonnieren, ein Glöckchen anklicken und natürlich auch einen Kommentar da lassen. Ganz, ganz wichtig. Würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal. Euer Chris.